Hallo und herzlich willkommen zu Krieg, Krak, Kreks. In der letzten Sendung habt ihr schon gelernt, wie wichtig Bäume und der Wald sind. Damit ihr euch mit Bäumen auch ein bisschen auskennt, machen wir heute eine kleine Baumkunde mit euch. Vielleicht könnt ihr dann beim nächsten Waldspaziergang eure Eltern mal testen, ob sie genauso viel wissen wie ihr. So vielfältig die Tierwelt im Wald ist, so vielfältig sind auch die Bäume, Sträucher und Blumen. Dort, wo Bäume ausreichend Licht, Wärme und Wasser vorfinden, bilden sie Wälder. Bäume tragen Laubblätter oder Nadelblätter, die entweder mehrjährig am Baum bleiben, zum Beispiel bei Tanne oder Fichte, oder im Herbst abgeworfen werden, wie zum Beispiel bei der Eiche oder Lärche. Wenn mir mal langweilig wird, so richtig zum Gähnen, dann zähle ich auch immer die Jahresringe.